So, für mein nächstes Projekt brauche ich hier so einen Viertelkreis-Krümmling. Da habe ich mir hier diese Leisten gesägt und verleihe ich mir jetzt so als Viertelkreis. Da ist hinterher keine große Belastung drauf, von daher habe ich jetzt einfach Sägeschnitt gelassen. Da ist nichts gehobelt. Dafür reicht das vollkommen. So, wie gesagt, ich habe mir jetzt mit AutoCAD erstmal genau aufgerissen, wie wir gerade sein müssen. Also es war ein 11 Grad, die ich einstellen musste. Und so sieht es aus. Jetzt muss ich das nur noch innen auskehlen und außen rundhobeln, habe ich einen schönen Viertelkreis aus Massivholz.
Ja, jetzt habe ich gerade schon mal angefangen, den ersten Teil von diesem Video zu schneiden. Und was habe ich da gemerkt? Kein Ton auf der Aufnahme. Was ist passiert? Ich habe leider nicht darauf geachtet, dass der Stecker von meinem externen Mikrofon richtig in der Kamera drin ist. Ärgerlich, aber ist jetzt so. Aber ich wollte das Material jetzt auch nicht wegschmeißen, deswegen habe ich mir gedacht, ich lade das Video trotzdem hoch und sage jetzt einfach nochmal ein paar Dinge dazu. Also es soll ja ein fahrbares TV-Panel werden. Kommen dann noch Rollen unter. Und genau. Also hier habe ich meine Befestigung für den Fernseher. Wird den von hinten durchgeschraubt. Hier und hier. Und ja, das sind die Durchlässe für die Kabel. Ja, den Krümmling hatte ich mir verleimt und angeschraubt. Also das wird alles noch deckend lackiert, von daher kann ich hier mit zwei Komponentenspachtel arbeiten. Und ja, der Gedanke dabei ist eigentlich, dass diese Kante hier schön hier außen großen Radius hat, hier runterläuft und dann durch diese Rundung hier in die Fläche reinläuft. Und so habe ich immer diesen 100er Radius hier vorne und hier oben. Ja, und habe so einen richtig schönen Flächenverlauf. Also die äußere Fläche läuft auch jetzt hier rum. Und wahrscheinlich mache ich jetzt hier noch eine Klappe rein und dann läuft die vordere Fläche wie so ein Möbiusband einmal rum. Ja, hier will ich noch eine LED anbauen, hier hinter, damit der Fernseher von hinten hinterleuchtet ist. Hier kommt jetzt noch so eine Hohlkehle rein und hier auch noch so ein Krümmling. Das wird nochmal eine Herausforderung. Ja, hier unten habe ich einen Durchlass für Kabel. Ja, jetzt nochmal die Rückseite, hier die Durchlässe für die Kabel. Und dann kommt hier nochmal komplett eine Platte vor, so dass die Kabel alle verschwinden. Und dann sieht es von hinten sauber aus und von vorne auch. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für den ersten Teil. Trotzdem danke, dass ihr nicht weggeklickt habt, auch wenn mal kein Ton dabei war. Aber es ist halt passiert. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil.